Hallo und willkommen zurück zum letzten Teil der Videoreihe Datenschutz in der wissenschaftlichen Praxis. Die ersten drei Teile haben sich ja theoretisch mit dem Thema Datenschutz und der DSGVO auseinandergesetzt. Wie versprochen, werde ich euch in diesem Teil den Elder Consent Form Wizard vorstellen. Es wird also etwas praxisorientierter. Bevor wir aber hands-on mit dem Tool arbeiten werden, sollten wir zunächst ein paar allgemeine Informationen zum Consent Form Wizard klären und uns ein Beispielszenario überlegen. Was ist also der Elder Consent Form Wizard? Der Elder Consent Form Wizard ist ein Unterstützungstool für Geisteswissenschaftlerinnen innerhalb der EU zur Erstellung von gültigen Einwilligungserklärungen für die Datenverarbeitung im Rahmen ihrer Forschung. Grundsätzlich beruht der Wizard auf dem rechtlichen Rahmen der DSGVO. Er kann aber auch außerhalb des europäischen Rechts- und Wirtschaftsraumes verwendet werden, da die Inhalte nicht nur für rechtlich konforme, sondern auch für ethisch vertretbare Forschung relevant sind. Als Fragebogen aufgebaut, führt das Tool Schritt für Schritt durch alle notwendigen Fragen und erstellt anschließend ein DSGVO-konformes Formular, das auf den jeweiligen Datenverarbeitungszweck zugeschnitten ist. Das Endergebnis liegt als Klartext vor und kann entweder als Textvorlage für eine physische Einverständniserklärung verwendet oder in eine Online-Umgebung eingebettet werden. Jedoch Achtung, die Gültigkeit des Outputs ist von der Wahrhaftigkeit und Genauigkeit der Angaben abhängig. In einigen Fällen ist außerdem zusätzliche rechtliche Beratung bei der Erstellung der Einverständniserklärung unumgänglich. Liegt ein solcher Fall vor, wird das Tool darauf hinweisen. So. Jetzt wissen wir, was das Tool ist und was es kann. Fehlt nur noch ein Beispielszenario. Die Einwilligungserklärung soll ja nicht ins Blaue hinein erstellt werden. Wie wär's mit einer wissenschaftlichen Untersuchung über die Verwendung des Consent Form Wizard im wissenschaftlichen Bereich in Form einer Online-Umfrage? Dabei interessiert uns insbesondere, an welchen Institutionen der Consent Form Wizard schon verwendet wird, wie alt die Nutzerinnen im Durchschnitt sind und welchen akademischen Grad sie haben. So, allgemeines geklärt, Beispielszenario steht und damit herzlich willkommen zum Elder Consent Form Wizard. Den Consent Form Wizard erreichen wir unter consent.daria.eu. Hier finden wir zuerst einmal allgemeine Informationen zum Consent Form Wizard, was er kann und was er nicht kann. Außerdem werden wir gleich gewarnt, dass das Tool keine Rechtsberatung darstellt bzw. in keinster Weise ersetzen kann, vor allem wenn es um ganz spezielle Datenschutzfragen geht. Und wie bereits erwähnt, wird einen das Tool an manchen Stellen auch darauf hinweisen, dass eine zusätzliche Rechtsberatung notwendig sein wird. Aber fangen wir erst einmal an und starten den Wizard über den Enter-Button. Jetzt müssen wir uns für eines von drei Szenarien entscheiden. Für unser Beispiel eignet sich am besten Szenario 1, da wir ja die Daten von lebenden Personen für eine wissenschaftliche Untersuchung erheben. Das Ganze wollen wir als Online-Umfrage umsetzen. Natürlich kann man hier auch mehrere Umsetzungsformen auswählen, je nachdem, was für den jeweiligen Zweck gebraucht wird. Danach sollen wir angeben, welche Daten wir genau erheben. Name und IP-Adresse sind in unserem Fall eher uninteressant. Wir brauchen Alter, Titel und Affiliation. Natürlich können wir das Ganze auch als eine Art Tante-Emma-Laden betrachten und einfach alles auswählen. Das würde aber dem Grundsatz der Datenminimierung widersprechen. Gehen wir weiter zum nächsten Punkt des Fragebogens, zu den sensiblen Daten. Sensible Daten brauchen wir für unsere Zwecke eigentlich nicht. Jedoch wäre es wahrscheinlich auch sehr interessant zu erfahren, welches Szenario am öftesten gebraucht wird. Für diesen speziellen Fall gibt es natürlich kein eigenes Feld. Schon gar nicht, weil es sich dabei ja nicht um eine personenbezogene Information handelt. Da wir diese Information aber doch abfragen, könnten wir das eigentlich auch gleich in unsere Einwilligungserklärung mit aufnehmen. Für solche Fälle steht das Zusatzfeld Other zur Verfügung. Das kann aber auch dazu verwendet werden, spezifischere personenbezogene Datenkategorien, wie beispielsweise Haarfarbe oder Augenfarbe, einzutragen. Sensible Datenkategorien
sollten aber unter keinen Umständen in dieses Feld ausgelagert werden. Als nächstes werden wir gefragt, ob wir auch die Daten von Dritten erheben. In unserem Fall nicht. Wenn wir aber die Daten Dritter erheben würden, werden wir hier durch weitere Fragen geführt. Zum einen, ob die Person identifizierbar ist und dann, ob sie noch am Leben ist. Können wir alle drei Fragen mit Ja beantworten, versperrt uns der Consent Form Wizard sozusagen den Weg und empfiehlt uns eine zusätzliche rechtliche Beratung, da wir uns datenschutzrechtlich auf sehr dünnem Eis bewegen. Aber wie gesagt, Daten Dritter sind für unser Beispiel nicht relevant, also können wir ohne große Umwege fortfahren. Die nächste Frage ist eigentlich eine kleine Kontrollfrage. Wir wissen, dass der Consent Form Wizard gezielt auf die Erhebung von Daten zu Forschungszwecken ausgerichtet ist. Sollte ihn doch mal jemand für andere Zwecke verwenden wollen, wird der bzw. diejenige hier abgestoppt. Da wir allerdings den Consent Form Wizard genau dafür nutzen, wofür er gedacht ist, werden wir zum nächsten Punkt des Fragebogens weitergeleitet und müssen jetzt nähere Informationen zu unserem Forschungsvorhaben angeben, wie beispielsweise den Namen des Projektes bzw. des Vorhabens, den Forschungsbereich, eine kurze Beschreibung und die Adresse der Projektwebsite oder, wenn es keine Projektwebsite geben sollte, die Adresse der Website unserer Forschungsinstitution. Außerdem müssen wir auch Angaben zu unserer Person machen. Da wir die Daten im Rahmen eines Projektes an unserer Uni machen, wählen wir hier mal das zweite aus und müssen nun unseren Namen, den Namen der Institution, die Adresse sowie die E-Mail-Adresse angeben. Und wenn die Institution einen bzw. eine Datenschutzbeauftragte hat, geben wir hier auch noch den Namen und die E-Mail-Adresse dieser Person an. Als nächstes werden wir nach der Dauer der Datenspeicherung gefragt. In unserem Fall speichern wir die Daten so lange, bis das Ziel unseres Zweckes erreicht wurde. Da wir aber noch nicht genau wissen, wie lange das dauern wird, nehmen wir hier Option 3. Wenn wir ein genaues Datum wissen, beispielsweise weil unser Projekt bis zu einem bestimmten Datum läuft, könnten wir auch das erste wählen und ein genaues Datum angeben. Oder manchmal reicht es auch, wenn man die Daten nur für ein paar Monate speichert, um eine Zwischenetappe in seinem Forschungsvorhaben zu erreichen. Auch das kann man anwählen und dann die Anzahl der Monate angeben. Unbeschränkt lange lässt sich hier zwar auch anwählen, man kommt aber damit nicht wirklich weiter. Dies liegt daran, dass unbeschränkte Speicherung nur möglich ist, wenn die Daten anonymisiert wurden. Solange die Daten auf welchem Weg auch immer die Identifizierung einer Person zulassen, ist eine unbeschränkte Speicherung nicht möglich. Und in dieser Sektion werden wir aber danach gefragt, wie lange wir die Daten in einem unanonymisierten Zustand speichern werden. Jetzt müssen wir angeben, ob wir die Daten mit jemandem teilen und ob wir sie dabei anonymisieren bzw. pseudonymisieren. Wir teilen unsere Daten, sagen wir mal, ohne sie zu anonymisieren oder zu pseudonymisieren. Würden wir die Daten verschlüsseln, könnten wir direkt fortfahren. Da wir sie aber nicht verschlüsseln, müssen wir jetzt angeben, mit wem wir sie genau teilen. Gleich vorweg, Open Access ist bei personenbezogenen Daten kein Thema. Das letzte Feld gibt also wieder eine Warnmeldung aus. Der Consent Form Wizard soll ja auch einen gewissen Lernprozess nach sich ziehen. Sagen wir mal, wir teilen die Daten mit Kolleginnen und Kollegen an derselben Institution. Auch das ist weniger problematisch, da die Daten ja an einem Ort bleiben. Würden wir die Daten mit Projektpartnerinnen und Projektpartnern an anderen Institutionen teilen, müssten wir an dieser Stelle auch den Institutsnamen und das Land, also eigentlich, ob es ein EU-Land ist, ein Land, das die EU datenschutzrechtlich als sicher ansieht, oder ein anderes Land ist, anführen. Ist es Letzteres, sollte man sich wirklich um zusätzliche rechtliche Beratung bemühen, denn gerade hier wagt man sich auf sehr dünnes Eis, wie einem auch der Consent Form Wizard zu verstehen gibt. Aber wir teilen unsere Daten ja nur mit Kolleginnen und Kollegen an derselben Institution im selben Projekt. Also weg mit der schreienden Warnmeldung und den Zusatzfeldern. Und damit wären wir eigentlich in unserem Fall schon durch und können uns jetzt unsere Einwilligungserklärung ansehen. Wenn wir jetzt auf Continue klicken, werden wir aber zuerst noch zu einer kleinen Übersichtsseite weitergeleitet. Hier können wir kontrollieren, ob unsere Angaben auch passen.
ist alles so, wie es sein soll, kommen wir über den Finish-Button zu unserer Einwilligungserklärung. Und wir können sehen, dass unsere angegebenen Informationen in diese Einwilligungserklärung eingebettet wurden. Über Download Raw Text erhalten wir dann diese Einwilligungserklärung als Rohtext. So können wir sie entweder in eine Online-Umgebung einbetten oder in einem Textverarbeitungsprogramm in Form bringen und unserer Datenerhebung beilegen. Wenn wir beim Ausfüllen des Fragebogens ehrlich und genau waren, haben wir jetzt eine DSGVO-konforme Einwilligungserklärung für unseren spezifischen Forschungszweck. Und das war's auch schon mit dem letzten Teil unserer Videoreihe Datenschutz in der wissenschaftlichen Praxis. Durch diese Videos kennt ihr nun die wichtigsten Begriffe, die Grundsätze sowie die Rechte und Pflichten der Akteurinnen in der DSGVO. Außerdem wisst ihr nun, welche Ausnahmen für Wissenschaft und Forschung bestehen und wie ihr mit dem Elder Consent Form Wizard Einwilligungserklärungen für euren Anwendungsfall erstellen könnt. Ich hoffe, dass ich euch das Thema Datenschutz in der wissenschaftlichen Praxis mit meinen Videos ein wenig näher bringen konnte. Vielen Dank fürs Zusehen!